In meinen Träumen, bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang, zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da. Dank dir bin ich. So, guten Morgen, ihr Lieben. Also, was heißt guten Morgen? Guten Mittag. Ich habe mich schon fertig gemacht. Ich habe geduscht und so. Anders ist auch gerade Nase gekommen. Der ist kurz will Müll wegschmeißen und dann zur Bank. Ja, der kommt jetzt aber bestimmt jeden Moment rein. Nina und ich chillen hier. Und ich weiß gar nicht, was wir heute vorhaben. Ob wir was machen, aber ich denke schon, weil man kann ja nicht den ganzen Tag zu Hause bleiben. Nur dann. Mach mal hier zu, das ist Ei. Mama war hier mit Mütter. Dann da. Und er wird jetzt da. Ja, nix bitte. Du musst aufräumen, Schatz. Baba war der Müll an Anne. Hi. Hi. Mach das mal an der Seite zu. Das? Ja, mach das mal zu. Oh, schön, du kannst gerade mal rasen, gell? Jetzt. Hallo, Lele. Anne, hallo. Hallo. Anne, hallo, da? Nina, Bett? Hallo, ja? Anne, hallo. Hallo, Nina, wie geht's dir? Da. So. Da? Nina, wo sollen wir gleich hin? Rutsche. Rutschen? Nee, ja. Wir waren doch gestern rutschen, Schatz. Machen wir auch was anderes? Ja, Rutsche. Habe denn nicht. Sag mal, bis gleich. Tschüss. Hi, ihr Lieben. Ich weiß, heute ist schon der nächste Tag. Ich habe gerade Ninas Sachen, also ihren Schrank, ausgemistet. Weil sie hat gar keine Hosen mehr und so. Ja, deswegen dachte ich mir, komm, mistest du ein bisschen aus. Und es ist auch eine volle Tüte geworden, ehrlich gesagt. Sie hat Klamotten in 92 und sie trägt schon 9804. Ja, wir wollten auch heute mit Ada in die Stadt. Danach gehen wir zu Mama. Sie macht nämlich türkische Pizza. Sie hat uns eingeladen. Und ich wollte mal eine Bestellung zeigen von Chiquelle. Und zwar als erstes diese Schuhe. Ich weiß, die sind zu hoch. Aber die sahen so schön aus, deswegen habe ich mir die jetzt bestellt in 37. Aber ehrlich, die sind sehr, sehr bequem. Also ich hatte die an und die sind sehr bequem. Oh, der findet die auch schön, aber der steht nicht auf hohe Schuhe. Der hasst das an Frauen, ehrlich gesagt. Aber für ab und zu finde ich das vollkommen okay. Dann habe ich für meinen Krankenhausaufenthalt. Ich weiß, jetzt werden einige sagen, da wirst du bluten und bis zum geht nicht mehr, keine Ahnung was. Aber ich fand das so schön. Also ich denke mal, an dem Tag, wo ich rausgehe, kann ich das dann anziehen. Das ist einmal diese Hose, das ist jetzt, welche Größe ist das? M. Das fällt aber, finde ich, aus wie eine S. Aber das passt mir. Einmal diese Hose, dazu passend dieses Oberteil. Das ist ein bisschen kürzer geschnitten. Und ich finde das Oberteil so geil. Das sieht so schön aus, Leute. Aber natürlich mit dem Babybauch, jetzt passt das mir gerade noch. Diese Hose passt mir auch, aber ich kriege die nicht zu. Das ist Größe 38, aber ich finde, die sieht auch ein bisschen größer aus, ehrlich gesagt. Ne, sieht man auch. Das ist so eine schöne Hose in 38. Und ehrlich, die Qualität ist genauso wie die Qualität von Zara, meiner Meinung nach. Also die Qualität ist wirklich 1A. Und dieses hier, das hatte ich auch an. Das passt mir auch mit dem Babybauch. Das sieht total süß aus mit dem T-Shirt drunter. Das sieht ein bisschen groß aus, aber das passt mir perfekt. Also das so. Also das ist so ein Overall.
Nehmen wir das auch mal auf. Das ist auch in Größe 38, oder? Ja, 38. Ich verlinke euch die Seite mal unten. Also ich finde die Sachen sehr, sehr schön. Ihr könnt euch das mal anschauen. Und die Klamotten, also sind so schöne Klamotten gewesen, aber das Problem, ich habe jetzt Angst nach der Schwangerschaft. Ich habe jetzt nur 2 Kilo genommen, ich weiß. Also, nee, doch 2 Kilo habe ich zugenommen. Und das Baby wiegt ja schon 1 Kilo, aber trotzdem, man hat halt diese Angst, dass das dann doch nicht passen könnte nach der Schwangerschaft. Deswegen warte ich lieber ab und bestelle dann nochmal. Ja, die Sachen kommen jetzt erstmal schön weg, weil jetzt erstmal kann ich das nicht anziehen, außer halt das hier. Aber das ist, der Stoff ist sehr, sehr angenehm. Ja, und jetzt mache ich mich auch fertig. Nina ist schon fertig. Und dann denke ich mir, gehen wir. Ich zeige euch mal Ninas Schrank, wie der jetzt ausschaut. Moment. Ist ein bisschen ausgemistet. Hier sind Ninas Tücher, mit denen machen wir ihr Popo sauber. Hier sind Unterhosen, die sie nicht anzieht. Strumpfhosen, Socken, Buddies, die habe ich jetzt gelassen für den Winter. Dann hat sie ehrlich gesagt nur 4-5 Langarm-Oberteile, die anderen kommen zu klein. Hier Schwimmsachen. Dann habe ich hier nur 2 dicke Oberteile. Das sind alles T-Shirts. Das sind Jogginghosen. Das sind kurze Hosen. Also sie hat wirklich total wenig, wie man sieht. Dann ist es hier jetzt leer. Da würde ich dann Lias Sachen mit reinpacken. Und hier sind ihre ganzen... Hier sind ja total viele Pyjamas, fällt mir gerade auf. Das sind ihre Pyjamas, ihr Sportanzug. Das ist auch, das sind auch Pyjamas. Und hier sind ihre Kleider. Mehr hat sie ehrlich gesagt nicht. Ich finde auch, ein Kind braucht nicht zu viel. Was haben wir hier? Hier haben wir Pampers und hier sind die Sachen von Lia. Die habe ich schon mal hier reingepackt. Wie wir jetzt sagen werden, wo kommen Lias Klamotten hin? Lia hat hier 3 Schubladen. Lina hat auch 3 Schubladen und das reicht vollkommen. Baba kommt jetzt gleich und dann gehen wir. Hast du deine Sachen aufgeräumt? Ja. Okay, super. Ich komme jetzt. So, ihr Lieben, wir sind wieder zu Hause. Ich war beim Friseur. Sieht man mir das an? Ja, oder? Also ich habe einfach nur einen Stufenschnitt reingemacht und meine Haare sind komplett kürzer. Die waren ja total lang. Aber jetzt sehen die frischer aus und Mama sieht auch nicht mehr so langweilig aus. Ja, wir waren bei Primark. Ich wollte euch mal zeigen, was ich gekauft habe für Lina. Also wir haben nur für Lina eingekauft, danach sind wir auch nach Hause. Einmal dieses Set, da fehlt noch der Schal. Der ist bei meiner Mama. Ja, einmal das. Das hat 7 Euro gekostet. Und dann 2 Jogginganzüge. Also jeweils 4 Euro. Hey, Schatz. Komm. Okay, Dodo. Also jeweils 4 Euro. So, dann haben wir einmal dieses Oberteil mit einem, hat 3 Euro gekostet, glaube ich. Dann das. Das ist einfach so ein Langarm-Oberteil für 2,50 oder 3 auch. Dann das nochmal mit einem Rundhals. Dann, ich glaube, das hat 7 gekostet. Ich weiß gar nicht mehr die Preise genau. Ich habe die Etiketten gerade abgemacht. Dann hat das, glaube ich, 8 gekostet. Das sieht aber so klein aus. Da steht Unicorn drauf. So, dann haben wir für 7,50 Euro war das, glaube ich, das hier gekauft. Und was mir am meisten gefällt, dieses hier. Das hat auch selbst ausgesucht. Ich glaube, es hat 8 Euro oder so gekostet. Hier steht auch Believe in Unicorns. Ja, das wird jetzt gewaschen und dann hat Lina endlich was Neues zum Anziehen. Nein, Schatz, du gehst jetzt gleich schlafen. Schon spät geworden. So, wir waren jetzt auf dem Spielplatz. Wir essen jetzt. Yum yum. Das ist doch kein Essen. Das ist einfach nur, weil wir jetzt rausgehen. Deswegen, wir wollten was Kleines essen. Okay, das ist kein Essen. Also wird ja, vielleicht nochmal fett gekocht. Ja, wir wollten auf jeden Fall in den Tierpark. Ja, wir essen jetzt kurz was und danach nehmen wir euch auf jeden Fall mit. Es ist zu schwarz. So, ihr Lieben, wir sind jetzt auf dem Weg in, wie heißt das, ins Tierpark. Das ist voll laut.
Linas Freundin geht wohl auch dahin. Vielleicht sehen wir die, ja. Und das war's. Wir gehen jetzt kurz was zu trinken kaufen. Bis auf sein. Nein. Nein, okay, dann bis gleich. Wenn wir da sind, melden wir uns. Ja. Mama, da war was essen. Die ist nicht hässlich. Verpiss dich mal. Keine Enten. Und was? Gänse. Irgendeine Tiere, aber Enten sind die nicht. Oder? Naja, kann man sagen, Enten sind die. So, wir sind jetzt hier am Spazieren und schauen uns mal um, was es so gibt. Heiß! Es ist warm, Lina. Ups, hast du geputzt? Guck mal, Schatz, da sind Fliegen überall bei dem. Lina, guck mal. Und Komm ein bisschen nach vorne. Mama! Ja, guck mal. Siehst du, bei mir ist der da. Siehst du? Okay. Guten Morgen, ihr Lieben. Ich weiß, ich habe gestern nicht mehr weitergefilmt, weil Freunde von uns waren auch in dem Nationalpark. Also Linas Freundin. Und ja, dann haben die Kinder die Zeit da genossen, ehrlich gesagt. Und wir haben total viel gequatscht. Sie war auch mit ihrem Mann da und mit dem besten Freund. Also der Mann hatte den besten Freund dabei, deswegen, also wir waren bis 8 Uhr oder so zusammen draußen. Waren kurz bei Burger King, haben da auch noch was gegessen, also die Kinder. Und Lina ist auch direkt eingeschlafen, sie hat nämlich keinen Mittagsschlaf. Ja, mein Freund hat mir auch sowas mitgebracht aus der Türkei. Ich hatte sie gefragt, wo es das gibt, weil wir wollten ja angeblich fliegen. In Istanbul, das ist übrigens so ein Kastanienschneider, finde ich voll praktisch im Winter. Weil es geht voll auf die Daumen, wenn man das jedes Mal selber, da muss man ja einen Strich reinmachen. Ja, deswegen ist das eigentlich perfekt. Ja, außer das beim Fußball und danach müssen wir auch einkaufen und zum Hautarzt. Das habe ich euch ja schon erzählt. Also das nämlich. Also, dann ist es zum Hautarzt. Ja, Schatz. Ja, währenddessen werde ich jetzt hier aufräumen, alles auf Vordermann bringen, damit wir gleich direkt los können. Der muss auch früher vom Fußball kommen, weil unser Termin ist um 16.15 Uhr und Fußball endet eigentlich schon um 16 Uhr. Ja, deswegen. Ich muss auch noch einen Vlog bearbeiten, aber das ist so ein XXL-Vlog. Ich muss mal schauen, wie ich das mache. Ob ich das jetzt mache oder ob ich das gleich mache, weil ich muss auch gleich noch kochen. Ja, mal schauen. Mal schauen. Ja, ich räume jetzt erstmal hier das Schlafzimmer und so auf und danach melde ich mich gleich bei euch. So, Audet ist jetzt am Kochen. Und zwar gibt es bei uns gleich Nudeln mit Hackfleisch, ganz einfach. Wir waren gerade einkaufen und haben richtig Hunger. Ne, Herr? Was denn? Said, wir haben Hunger. Wir waren gerade einkaufen. Ist das nicht zu wenig Zeit? Ja. Ich weiß nicht, was die Leute immer 10 Stunden besprechen. Bei uns dauert es immer 2-3 Minuten. Ja, gehst du rein, jetzt hin zu deinem Problem, kommst du raus. Es gibt Leute. Die stellen 1000 Fragen. Oder erzähl die Lebensgeschichte. Ich stelle noch Fragen für Cousin, Cousine, Opa, Oma, weißt du? Ja, meine Cousine hat das auch so ein Problem.
Mami gesagt, ich soll sie fragen, ob das, keine Ahnung, was Schlimmes ist oder was. Sterbe ich jetzt? Ach du Scheiße. Naja, auf jeden Fall wollte ich euch eigentlich den Einkauf zeigen, aber wir haben jetzt schnell gekocht. Also ich habe nichts, wir haben nichts Großartiges gekauft. Einfach nur Auberginen und bla bla. Sidme, Eidern. Schön. Und Frühstückssachen haben wir gekauft. Wir sind momentan nur am Frühstücken. Frühstück, Frühstück, Frühstück. Ne? Steck doch in meine Nase rein, ja? Warum immer Nase? Warum nicht Mund? Ja, weil meine Nase so lang ist, weißt du, dann fast. 8 cm. 8. Ich betone nochmal, 8 cm. So, wenn mir deine. Deine Nase sieht aus wie diese Boxhandschuhe. Jetzt mal Spaß. Die sind so. Meine Nase macht immer Halle, wenn ich lache. Ja. Oh Mann, das ist schon da wirklich. Naja, auf jeden Fall gibt es bei uns gleich Bolognese. Und danach muss Sina auch schon duschen und schlafen. Wir haben schon 7 Uhr, ne Schatz? Ja. Übrigens, schaut mal, das hat mir meine Schwägerin geschenkt. Und hier steht sogar mein Name eingraviert. Das sieht man jetzt nicht. Ich habe das erst letztens bemerkt. Mhm. Wenigstens kann sie meinen Namen richtig schreiben. Und du? Was von dich? Oh, dann kann meinen Namen immer noch nicht aussprechen, sagt er jedes Mal. Bist du Banane? Hast du nicht letztens gesagt? Frau Emil Zeyi. Nicht Emil. 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 Da muss ich meinen Mund so Emil. Also. Weißt du, was Emil heißt? Wunsch. Ich bin dein größter Wunsch. Nein. Genau wie Marsha. Bär, du willst mir das und das und das schenken. Du willst mir, nicht ich will. Du willst mir schenken. Naja, wir kochen jetzt und danach melden wir uns beim Essen. So, wir haben jetzt schon gegessen. Das ist übrig geblieben. Und das kann Nina dann morgen essen. Zum Mittag oder so. Ja. Ich gehe jetzt auf jeden Fall einmal baden. Ta-ta-ta-tansch. Thank you.